Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Café Zero, The Sleeping Beauty. Ja, es ist alles Evens Schuld, da waren wir stehen geblieben. Es ist schon eine Weile her, seit ich das letzte Mal so mit dir geredet habe, Nathan. Wovon sprichst du? Essen wir nicht jeden Tag zusammen? Herr Nathan sieht ein bisschen verlegen und glücklich aus. Tut mir leid, dass ich dich allein gelassen habe, Nathan. Hör auf, wir müssen diskutieren, was vor 15 Jahren passiert ist. So, da ne. Du hast recht. Ach, mein Gott, was war das denn jetzt? Du hast recht. Zuerst ihre Verbindung zu dem Vorfall. Saya, kannst du es ihm sagen? Jo, macht mir nichts aus, ne? Hat er nicht gerade gesagt, wir sollen es ihm sagen? Einer ihrer Verwandten war auch ein Opfer des Vorfalls, bei den Leuten Vorfalls, bei dem Leute verschwunden sind. Ist sie deswegen in dieses Dorf gekommen? Woher weißt du, dass sie nicht aus diesem Dorf ist? Mit Ausnahme von Emma sind doch alle unsere Hausmädchen bisher nicht aus diesem Dorf gekommen, oder? War dir das nicht bewusst, Ethan? Ist das so? Herr Ethan ist für gewöhnlich cleverer, aber wenn es um dieses Haus geht, scheint Herr Nathan aufmerksamer zu sein als er. Ich verstehe. Ich bin immer rausgegangen und habe mich kaum um die Hausmädchen bisher geschert. Wie clever von dir, Nathan. Natürlich fällt mir so eine Kleinigkeit auf. Immerhin bin ich ein Kandidat für den Titel des nächsten Grafen. Du hast recht. Und? Was hast du, Ethan? Hast du etwas von Emma gehört? Sie hat mir gesagt, dass Barclay gefährlich ist und ich stimme ihr zu. Aber ich glaube, er hat Gründe für das, was er tut. Du bist so nachsichtig mit ihm. Barclay ist derjenige, der uns bisher aufgezogen hat. Vielleicht erzählt er uns nicht alles, aber was, wenn er das um unseretwillen macht? Ich dachte mir, dass du so etwas sagst. Was mir aber seltsamer vorkommt, ist die Tatsache, dass du nach dem Vorfall vor 15 Jahren forschst, auch wenn es nur als Ablenkung war. Das ist nicht dein Problem. Ich beschließe zu fragen, was mir auf den Herzen liegt, bevor sie anfangen zu streiten. Warum war Frau Emma ein Hausmädchen, obwohl sie aus diesem Dorf kam? Barclay hat vielleicht ihre Schwäche herausgefunden. Um ehrlich zu sein, ich mochte sie nicht besonders. Herr Nathan. Ethan war freundlich, aber sie hat manchmal mit mir gesehen. Sie war nett zu Ethan, aber manchmal hat sie mich mit hasserfüllten Augen angesehen. Das hast du dir vielleicht nur eingebildet. Du hast Emma zu sehr glorifiziert. Und du glorifizierst Barclay zu sehr. Es tut mir leid, ich dachte mir nur gerade, dass sie wirklich wie Zwillinge sind. Machst du dich über uns lustig? Oh. Sollten sie sich nicht mehr Zeit nehmen, miteinander zu reden? Da könntest du recht haben. Es bringt nichts, diese Dinge jetzt zu diskutieren. Zurück zum Thema. Was wollen Sie tun, wenn Sie die Wahrheit hinter dem Vorfall vor 15 Jahren herausfinden, Herr Nathan? 別にこうしたいとか決めてないから。
Nichts, ich habe mich für noch nichts entschieden. Was ist, junger Herr? Nee, ich bin nur überrascht, dass ihr beide euch so nahe zu stehen scheint. Ohne Spaß, ich würde sie nicht mal sprechen lassen, wenn du ihr nicht vertrauen würdest. Du hast es wieder gesagt. Du musst deine Verlegenheit wirklich nicht verstecken. Wie auch immer, ich habe etwas zu tun, also werde ich jetzt rausgehen. Soll ich sie begleiten? Nein, du sollst bei Nathan bleiben. Verstanden. Bis dann. Was hat es mit dieser Partnersache auf sich? Herr Ethan meinte, wir sollten Partner sein, um den Vorfall vor 15 Jahren zu untersuchen. Es ist also nur ein Spiel? Ein Spiel, junger Herr? Er mag es... Er mag es, sich seltsame Ideen auszudenken und führt sie dann aus wie ein Spiel. Du solltest das nicht zu ernst nehmen. Warnt er mich? Ist er besorgt um mich? Wenn auch nur ein kleines bisschen? Möchten Sie den Tee trinken? Jo, klar. Im Gegensatz zu Herr Ethan spricht er nicht viel. Es wäre immer so still, wenn Herr Ethan nicht hier wäre. Entschuldigen Sie mich. Puh, mir ist so heiß, ey. Wie auch immer, das ist passiert. Du scheinst in Schwierigkeiten zu stecken. Warum sind sie hier? Ich dachte, du würdest mir nichts sagen, wenn andere Leute in der Nähe sind. Lassen sie uns woanders hingehen. Und? Willst du mir nicht sagen, was vor 15 Jahren passiert ist? Was versuchen Sie zu erreichen, indem Sie etwas untersuchen, was in der Vergangenheit passiert ist? Nichts. Verraten Sie auch Saya alles? Warum nicht? Sie ist schließlich nicht ganz unbeteiligt daran. Nicht unbeteiligt? Hätte er das vielleicht nicht verraten sollen? Ihre Tante, eine Hebamme namens Sophie, kennst du sie nicht? Sophie, das ist... Haben Sie Sophie gesagt? Vielleicht meinen die Leute das mit Schicksal. Was meinst du? Aber wenn das stimmt, solltest du ihr nicht von dem Vorfall vor 15 Jahren erzählen. Ich will wissen, wovon du redest. Herr Ethan, vielleicht bleibt sie nicht mehr bei Ihnen, wenn sie die Wahrheit erfährt, was damals geschehen ist. Warte, jetzt wird's interessant. 6. Tag vielleicht jetzt bald und dann wird's... Wird's interessant. Danke fürs Essen. Bin auch fertig. Aus irgendeinem Grund sieht Herr Ethan nicht so gut aus, seit er zurückgekommen ist. Was ist los? Wovon redest du? Versuchst du mich zum Narren zu halten? Unterschätzt mich nicht. Draußen ist etwas passiert, oder? Du verhältst dich genauso wie damals, als du zum ersten Mal rausgegangen bist. Ich verstehe. Haben Sie etwas über den Vorfall vor 15 Jahren herausgefunden, junger Herr? Wie könnte ich? Ohne Emma kann ich außerhalb der Villa nichts herausfinden. Warum sind Sie dann rausgegangen? Ich kann nicht umhin zu denken, dass er etwas vor mir geheim hält. Nächster Hinweis. Nathan.
Wie auch immer, lasst uns an die Gegenwart denken und nicht an die Vergangenheit. Morgen ist unser Geburtstag, was bedeutet, dass einer von uns der nächste Graf erwählt wird. Nathan, bist du nicht nervös? Was? Es sieht dir nicht ähnlich, so plötzlich das Thema zu wechseln. Etwas Ernstes muss passiert sein, oder irre ich mich? Mir ist nun gerade etwas anderes eingefallen. Ah, bitte, räum den Tisch ab. Er öffnet die Tür und kehrt in sein Zimmer zurück. Was ist nur los, Herr Ethan? Weiß er es vielleicht schon? Ich verstehe nicht. Bisher hat er mich immer herumgeschubst und jetzt behandelt er mich auf einmal so. Es ist so unfair. War es nur ein Spiel für ihn, wie Herr Nathan gesagt hat? Er hat gesagt, wir wären Partner, aber letzten Endes haben wir nichts gemacht, was Partner hätten tun sollen. Was ist ein Partner überhaupt? Plötzlich wird mir etwas klar. Als Partner sollten wir den Vorfall vor 15 Jahren untersuchen und ich habe nichts dazu beigetragen. Ich habe Herrn Ethan nur begleitet. In meinen Träumen haben Herr Barclay und Tante Sophie beide ihr Bestes gegeben, um ihr Ziel zu erreichen. Ich kann Herrn Ethan also nicht ganz die Schuld geben. Ich sehe den Schatten von jemandem, als ich zu dieser Schlussfolgerung komme. Wer ist das? Ich habe überlegt, zu Herrn Ethans Zimmer zu gehen, aber meine Neugier überkommt mich. Saya, bist du das? Barclay-sama. Du brauchst nicht so überrascht zu sein. Ich bitte um Verzeihung, es ist ziemlich spät und warum? Fragst du, warum ich so geheimnistuerisch bin? Ich habe mich heute mit Herrn Ethan getroffen. Stimmt es, dass du Sophie Evans Nichte bist? Ich verstehe. Entschuldige mich, aber hast du zugestimmt, hier zu arbeiten, weil du von dem Vorfall vor 15 Jahren wusstest? Nein, ich habe erst vor ein paar Tagen davon erfahren. Vielleicht ist es Ironie des Schicksals. Barclay-sama? Pack deine Sachen und verlass dieses Haus. Meinen Sie damit etwa... Kündigt uns, ich bin gefeuert? Hallo? Warum? Aber warum? Habe ich etwas falsch gemacht? Entschuldigung, ich muss gerade was trinken. Weder Herr Ethan noch Herr Nathan haben mir etwas gesagt, also warum? Hört sie auf einmal so unheimlich an. Es bringt alles nichts. Das ist das Ende der Ashfords. Das Ende der Ashfords? Why? Ich sage das um deinetwillen. Ich werde dieses Haus jetzt verlassen und wenn dir dein Leben wichtig ist, geh. Was ist eigentlich los? Ja, was ist los? Herr Barclay ist bereits verschwunden, bevor ich mich fragen kann, was passiert ist. Ich erinnere mich. Das letzte Mal ist Herr Barclay auch verschwunden, bevor ich gestorben bin. Warum hatte ich das bis jetzt vergessen? Wie neugierig. Oh je. Ethan-sama. Herr Ethan? Nanika hatta no ka? Ist etwas passiert? Barclay-sama ga. Herr Barclay, er... Nigeta no ka na? Er ist weggerannt? Gosonji desu ka? Das wissen Sie bereits, junger Herr? Nanto naku. Yousu ga okashikatta kara. Ma, hatta de boku kara Nathan ni hanasu yo. Ich spüre es einfach. Er hat sich seltsam verhalten, als ich mich heute mit ihm getroffen habe. Ich werde Nathan später davon erzählen. Sie verhalten sich auch seltsam, Herr Ethan.
Das tut mir leid. Ich entschuldige mich auch. Warum solltest du dich entschuldigen? Mir ist klar geworden, dass ich nichts getan habe, obwohl ich zugestimmt habe, ihr Partner zu sein. Ich weiß nicht, warum sie so plötzlich aufgehört haben, über den Vorfall vor 15 Jahren zu reden, aber da ich nichts dazu beigetragen habe, habe ich nicht das Recht, zu fragen. Du bist so loyal. Ethan-sama. Herr Ethan, Sie mögen zwar heute nicht Sie selbst sein, aber Sie werden doch sicher Ihr Versprechen halten, oder? Ich hätte nie gedacht, dass du so viel von mir erwartest. Ich bin nicht mehr qualifiziert, dein Partner zu sein. Ich habe überwiegend allein gearbeitet, obwohl ich gesagt habe, dass ich dein Partner bin. Und letzten Endes kann ich dir nicht alles sagen, was ich weiß, obwohl ich es versprochen habe. Vielleicht können sie es nicht jetzt sagen, aber vielleicht eines Tages. Habe ich deine Erwartungen ruiniert? Nein, ich will es nicht hören. Upsala, Sie hassen Herr Barkley sehr dafür, dass er die Wahrheit vor Ihnen geheim gehalten hat. Und jetzt tun Sie dasselbe, Herr Ethan. Ich hasse es, das zuzugeben, aber jetzt verstehe ich das Gefühl, nicht die Wahrheit sagen zu können. Verstanden, ich werde meine eigenen Nachforschungen anstellen, also vergessen Sie Ihr Versprechen bitte nicht. Hey, das Versprechen ist... Sagen Sie es nicht. Es sieht mir nicht ähnlich, so laut zu sprechen. Warum habe ich mich so auf diese Versprechen fixiert? Es war keine große Sache. Ich werde zurück in mein Zimmer gehen. Ich weiß, ich will es einfach nicht akzeptieren. Die Tatsache, dass Herr Ethan kein Vertrauen in mich hat. Mein Gott, was ist denn los mit mir? Ich kann nicht mehr lesen, ey. Boah, ist einfach zu warm. Ich glaube, ich habe hier 30 Grad im Zimmer oder so. Starr mich nicht so an, ich weiß, mein Gesicht muss furchtbar aussehen. Ich habe nicht vor, mit einem Wolf zu sprechen, aber ich bin froh, dass du hier bist. Zumindest kann ich sicher sein, dass ich schlafen kann. Er verdreht die Augen, obwohl ich nicht wirklich verstehe, wie ein Wolf seine Gefühle ausdrückt. Ich bereite mich zum Schlafengehen vor. Ich gehe auf mein Bett zu und lege mich in Schlafposition. Du drückst deine Gefühle endlich wie andere Menschen aus. Lass uns gehen. Es ist ein seltsames Gefühl, dass dieser Ort, der bisher der unangenehmste war, plötzlich so beruhigend ist. Waren nicht alle Orte gleich für dich, egal wo du warst? Nun, jetzt wird es problematisch. Du solltest ohne Probleme sterben können, wenn du es so siehst. Ist es so, wie du es geplant hast? Ich habe gar nichts geplant. Ich habe dir bloß 7 Tage gegeben. Ich verstehe. Es liegt an dir, das Beste daraus zu machen. Wir haben keine Zeit. Zeig mir den Hinweis.
Schließ deine Augen. Vergangenheit, sein Geheimnis. Hey, wo bist du? Ich hätte nach seinem Namen fragen sollen. Du bist es also. Ich habe mich gefragt, wer da spricht. Nach wem suchst du? Ein Junge, ich habe ihn gerettet, als er auf der Straße zusammengebrochen ist, aber er war nicht mehr da, als ich von meiner Arbeit zurückgekommen bin. Wie konnte ich vergessen, nach seinem Namen zu fragen? Er könnte ein Kind ohne Verwandte gewesen sein. Erinnerst du dich an den Vorfall? Tun Sie nicht so, als wüssten Sie, was in meinem Herzen vorgeht. Du bist echt leicht zu verstehen, aber brauchst du dieses Kind wirklich? Braucht dieses Kind wirklich deine Hilfe? Wollen Sie damit sagen, ich hätte ihn nicht retten sollen? Diesem Jungen ist bloß nicht klar, wie schön es ist, am Leben zu sein. Es bringt nichts, anderen deine Ideale aufzwingen zu wollen. Ich habe nicht vor, jetzt mit Ihnen zu streiten. Wenn Sie nicht helfen wollen, stören Sie mich bitte nicht. Nun dann. Aber wo... Achso. Sie ist weg. Warum hast du mich versteckt? Wer weiß, wäre es besser gewesen, wenn sie dich gefunden hätte? Sie hätte mir wirklich einen warmen Platz zum Schlafen und Essen gegeben, aber ich finde das gruselig. Je mehr ich über ein glückliches Leben weiß, desto mehr wird es schmerzen, wenn ich es verliere. Ich bevorzuge es, auf der Straße zu leben. Was würdest du tun, wenn du eine dritte Option hättest? Eine dritte Option? Ernsthaft, wo ist er? Dieser Schatten, könnte es sein? Hey du, reiß dich zusammen. Was? Sie sind es wieder, Madame. Warum bist du hier zusammengebrochen? Du siehst blass aus. Ich hätte nie gedacht, dass sie mich finden würden. Ich dachte, ich würde einfach glücklich sterben. Sag nicht. Hör auf, Unsinn zu reden. Das sollte zum Besten sein. Ich werde nicht mehr leiden und es tut überhaupt nicht weh. Wie töricht, du weißt gar nicht, was Glück ist. Es ist zu früh, dein Leben zu beenden. Ich habe genug Glück gefühlt. Die Suppe, die du gemacht hast, hat nach Glück geschmeckt. Das ist alles, was ich brauche. So muss ich keine Angst mehr haben. Ich bin glücklich. Ich glaube, dieser Barclay hat den Jungen umgebracht und er hat auch alle anderen Straßenjungen umgebracht, damit die nicht mehr so leiden müssen. Glaube ich zumindest. Ich
glaube es, weil anders könnte ich mir das jetzt nicht vorstellen. Ich weiß nicht. Muss mal kurz nach meiner Uhr gucken. Tag 6. Boah, mir ist so scheiße warm. Oh. Mir läuft es kalt den Rücken runter. Bedeutet das? Ich habe es nicht direkt erkannt, aber was er mit einer dritten Option gemeint hat, muss bedeuten, Herr Barkley ist gefährlich. Das, was Frau Emma gesagt hat, hallt in meinem Kopf wieder. Aber das ist Tante Sophie. Hat sie herausgefunden, was er getan hat? Es ist mir egal, ob ich sterbe. Es tut immerhin nicht weh. So. Zumindest habe ich das bisher angenommen. Aber wenn ich jemanden finde, der Täter sein könnte, kann ich dann noch genauso denken? Ich glaube, ich weiß, wie Herr Ethan sich fühlt. 15 Die Dunkelheit von vor 15 Jahren ist zu tief und es könnte zu viel für uns zu ertragen sein. Trotzdem hatte ich gehofft, dass Herr Ethan es mir sagt. Ich wünschte, er hätte sein Versprechen gehalten. Aber warum? Sogar Herr Ethan selbst hat schon aufgegeben. Es gibt vielleicht kein Ergebnis, was mich erfreut. Ich bereite besser das Frühstück vor. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.